Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Nächste Woche Dienstag gibt es ein fettes Update. Ob das schon 8.1 ist, weiß ich nicht. Ich habe nämlich angekündigt, dass ein mega fettes Update im Anmarsch ist. Denn heute wurde der Caustic Town Takeover Event Trailer veröffentlicht. Den habe ich vorhin im Livestream gezeigt, den zeige ich euch ganz zum Schluss, also bis zum Schluss dranbleiben, es lohnt sich. Mit diesem Event kommt ein fettes Update. Wie gesagt, 8.1 weiß ich nicht, aber ich habe eine Menge Patch Notes, Waffen, Buffs, Nerfs, Legenden, Nerfs, ein paar Neuerungen und so weiter. Es sind ein paar richtig interessante Änderungen dabei und ich rate jedem, bis zum Schluss dran zu bleiben. Bevor es losgeht, by the way, mir fehlen nicht mehr ganz 40 Abonnenten. Bis zur 12.000. Danke an den Support bis hierher. Ich würde mich freuen, wenn wir mit diesem Video vielleicht sogar die 12.000 knacken. So, und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich gehe komplett durch. Am 9. März startet das Event. Mit dem Start des Events ist auch der Switch Release, was ja schon eine Weile bekannt ist. Noch ein paar Einzelheiten für alle Leute, die Bock auf die Switch haben. Wenn ihr euch das Spiel runterladet, kauft, wie auch immer, es wird sicherlich kostenlos sein, bekommt ihr sofort zum Start 30 Battle Pass Stufen obendrauf und zudem noch obendrauf 2 Wochen lang doppelte Erfahrungspunkte, um einfach den Start von Season 8 ein bisschen zu kompensieren und hinterherzukommen. Ich zeige euch später noch den Skin, dann gehe ich noch auf die offizielle EA-Seite mit den ganzen Patch Notes. Es gibt nämlich noch einen extra Skin für den Pathfinder, der ganz interessant aussieht. So, mit dem Town Takeover Event kommt ein neuer Spielmodus, der nennt sich The Ring Fury Escalation Takeover. Sehr interessantes Ding. Dann gibt es ein neues Item. Ich gehe davon aus, dass wir nach dem Event dieses Item fest behalten. Nennt sich Heat Shield und es gibt einen extra Slot für dieses Teil. Und in diesem extra Slot, wenn ich das richtig verstehe, können wir in Zukunft eventuell auch die Respawn Beacon aufheben bzw. reinpacken, damit das keinen Extra-Slot verschwendet. Finde ich sehr interessant. Zeige ich euch auch gleich noch Bilder von der EA-Seite. Die No-Fill-Option kommt ebenfalls ins Spiel. Für alle Spieler, die keinen Bock auf Randoms haben, egal ob Duo oder Trios, Ranked, weiß ich nicht, ob das da auch funktioniert, aber ich denke schon, wenn ihr keinen Bock auf Randoms habt und habt einfach keine Teammates, dann könnt ihr vorher eine Option aktivieren, sodass ihr in einem Dreier-Squad alleine startet. Soll aber hauptsächlich nicht nur der Herausforderung an euch selbst dienen, sondern vor allen Dingen auch, wenn ihr gerade Bock habt, Herausforderungen zu machen und wollt an bestimmten Spots alleine landen, ohne irgendwelchen Randoms die Runde zu versauen, ist das eine sehr, sehr gute Option und nach wie vor hält Respawn an dem Thema fest, dass Apex ein Teamspiel ist und dass kein Solo-Modus kommen soll. Ob der vielleicht eventtechnisch irgendwann mal wiederkommt, bleibt fraglich. Würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Dann ist das Event natürlich wieder ein Collection-Event. Es gibt wieder 24 Collectible Items. Wenn ihr die durchgepayt habt, bekommt ihr das Erbstück von Bangalore. Seht ihr auch noch im Trailer. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Besonderheit an dem Event. Wie gesagt, ich zeige einzelne Bilder gleich noch auf der EA-Seite. Es gibt an bestimmten Stellen der Map so eine Art Leuchtfackeln. Die sehen ein bisschen aus wie so eine kleine Zone. Und in dieser Zone, wenn ihr euch in der befindet, die passieren auf einmal random und gehen dann an. Und wenn ihr euch in dieser Zone befindet, bekommt ihr Schaden über Zeit. Und der Schaden beträgt genauso viel, als würdet ihr außerhalb der Zone laufen. Sehr, sehr interessant. Das Besondere ist, dieses Heat Shield Item. Mein Gott, schweres Wort. Wenn ihr das aktiviert, habt ihr so eine Art Schutzkuppel. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Gibby Bubble, bloß ein bisschen größer. Und die Besonderheit dabei ist, dass wir uns in diesem Teil 50% schneller heilen können und 25% auf Wiederbelebung. Sehr interessant. Die Besonderheit ist, es könnte sein, dass diese random droppen, diese Heat Shields, diese Schutzschilder, damit wir keinen Damage bekommen. Das habe ich aus den Patch Notes leider nicht komplett rauslesen können. Es kann sein, dass die irgendwo random droppen und ihr dort Schutz findet und nur dort sind diese Buffs aktiv. Wenn ihr dieses Heat Shield Item aus eurem Inventar manuell droppt, dann sollen diese Buffs wohl nicht aktiv sein. Genaueres müssen wir dann nächste Woche im Event sehen. Besser konnte ich das leider nicht übersetzen. So, was gibt es noch?
Das Event ist wieder dauerhaft aktiv. Wenn ihr das Event scheiße findet, bleibt nur die Möglichkeit, Ranked zu zocken. Ansonsten sind die Regeln dauerhaft im Duos und im Trios aktiv. Und das Besondere, alle paar Tage wird an den Stellschrauben des Events geschraubt. Diese Zonen, wo diese Leuchtfackeln, wo wir diesen Schaden bekommen, werden verändert. Die Zeiten werden verändert, der Schaden wird verändert und so weiter und so fort. Soll auf jeden Fall sehr, sehr spannend bleiben. Und jetzt kommen wir zu den Patch Notes, die sehr, sehr interessant sind. Und nach den Patch Notes zeige ich euch noch ein paar Bilder auf der EA-Seite. Wir fangen mit Caustic an. Gott sei Dank bekommt der einen fetten Nerf. Ich weiß, viele Caustic-Spieler werden jetzt richtig kotzen. Grüße gehen an Klaus raus. Die ultimative Fähigkeit, die Cooldown-Zeit wird von 2,5 auf 3,5 Minuten angehoben. Das ist eine fette Nummer. Und der Schaden pro Sekunde, egal ob Ulti oder, wenn ich das richtig interpretiere, auch die Gasfallen. Es gibt jetzt so eine Art Respondentes Schadenstick Flatrate. Wir bekommen dauerhaft 5 Schadenspunkte und nicht am Anfang 6, dann 7, dann 8, dann irgendwann 12. Das wurde deaktiviert. Gott sei Dank, das Gas ist einfach zu mächtig. Und vor allen Dingen in dem Town Takeover Event gibt es einen fetten Spot von Caustic. Da könnte das mega belastend sein. Und deswegen finde ich diesen Nerf. Habe ich gerade Buff oder Nerf gesagt? Ich hoffe, ich habe Nerf gesagt. Dieser Nerf war meines Erachtens nach mehr als nötig. Dann bekommt der Pathfinder einen kleinen Nerf. Das Low Profile wurde entfernt. Gott sei Dank. Wer nicht weiß, was das Low Profile ist, ich weiß es jetzt nicht mehr in Prozenten, waren es 5%. Ich glaube, alle Legenden, die Low Profile haben, wie zum Beispiel auch noch Lifeline, ich glaube Wraith, Pathfinder und so weiter, hatten das Low Profile oder haben das Low Profile und du kassierst 5% mehr Schaden, bist somit schneller gedownt und das wird jetzt endlich entfernt vom Pathfinder. Finde ich sehr, sehr geil. Gibby bekommt einen Nerf. Die 15% schnellere Heilgeschwindigkeit auf die Heil-Items in seiner Kuppel wurden komplett entfernt. Ob das jetzt unbedingt nötig ist, keine Frage. Horizons Ulti, Cooldown-Zeit von 2 auf 3 Minuten erhöht. Okay, Revenant's Silencer deaktiviert jetzt oder ja doch deaktiviert auch die Möglichkeit bei Mirage, wenn ihr einen Teammate revive, dass er unsichtbar wird oder eben auch an dem Respawn Beacon wird er auch nicht mehr unsichtbar, wenn er quasi gesilenced ist. Sehr interessant. Und irgendeine Funktion mit dem Silencer in Bezug auf Octane, die ich aber nicht zu interpretieren wusste, deswegen lasse ich das jetzt hier weg, weil ich keine Ahnung habe. Es könnte sein, dass diese Heilrate, diese passive Heilrate, diese 1 HP pro Sekunde, ich glaube, das war damit gemeint, dass es ebenfalls deaktiviert. Jetzt macht es Sinn, jetzt wo ich drüber nachdenke. Watson bekommt einen Buff, wo ich mir denke, oh mein Gott, damit hat keiner gerechnet. Coole Sache, wie ich finde, genauso wie beim Octane, nur dass Watson 0,5 Lebenspunkte pro Sekunde auf ihr Schild regeneriert. Das finde ich eine absolut geniale Fähigkeit für alle Watson-Spieler. Mega, mega interessant. Rampart wird ein bisschen was an Sheila und an den Amped-Covers geändert. Diese beiden Sachen bekommen jetzt einen Standardschaden bei einer Explosion einer Granate. Da gibt es nicht mehr diesen 200 HP-Knall und die Dinger sind deaktiviert, sondern sie bekommen normal viel Schaden, wie zum Beispiel als würdest du eine Granate vor die Tür werfen. Auch nicht schlecht. Kommen wir zu den Änderungen an den Waffen. Alle goldenen Floor-Waffen bekommen standardmäßig jetzt erstmal ein Zweifach-Bruiser-Visier, dieses blaue halboffene Visier. Und ebenfalls sehr interessant, habe ich eigentlich irgendwo weiter unten stehen, kann ich aber jetzt schon erwähnen, alle goldenen Waffen, auch die roten Waffen, bis auf die Cravers ausgenommen, wir können wohl dann ab Dienstag sämtliche Optiken von den goldenen Waffen entfernen. Die waren ja fest, alle Items, die da drauf sind, sind fest, die konntest du nicht entfernen. Die Optics bis auf die Cravers sollen jetzt entfernbar sein. Sehr interessant, die Mastiff bekommt Nerf. Hat sie verdient, wie ich finde, tatsächlich der Schaden pro Kugel in der Streuung von 13 auf 11. Im Gegenzug bekommt sie noch einen kleinen Buff obendrauf, statt 1 Schuss pro Sekunde 1,1 Schuss. Wird, denke ich, nicht der Rede wert sein, aber der Nerf auf den Damage, der ist absolut nachvollziehbar. Die Wingman bekommt einen Buff auf jedes Magazin, selbst auf das Grundmagazin zum Start, wenn du die Waffe aufhebst, bekommst du eine Kugel oben drauf. Die Hemlock bekommt Nerf, Erhöhung der Streuung, wenn du Hüftfeuer verwendest.
auch ebenfalls nachvollziehbar, wie ich finde. So, und wenn ich das richtig interpretiere, Kings Canyon, ich glaube, es könnte sein, dass das Mirage Voyage-Schiff ab Dienstag weg ist. Gleichzeitig wird der Loot Pool auf dem Kings Canyon an bestimmten, ich habe mir jetzt gespart, die Spots zu nennen, aber an den meisten Spots, aber scheinbar nicht an allen Spots, wurde der Loot etwas überarbeitet, optimiert, dass man mehr Sachen findet, bessere Sachen. Und es soll allgemein besser verteilt sein. So, die Optiken, das hatte ich schon erzählt mit den goldenen Waffen. Dann gibt es jetzt in Publix eine Assist-Anzeige. Genauso wie bei Ranked, nur dass du die Assists jetzt ebenfalls im Publix siehst. Finde ich auch nicht schlecht und auch eine sehr interessante Änderung, aber eigentlich nur der Optik halber. Wenn eine Runde beendet ist, egal ob Win oder nicht, wenn ihr dann die Banners eurer Teammates seht oder die Auswertung, sieht man auch die Knockdowns und die Assists, nicht mehr nur den Damage und die Kills. Finde ich eine coole Sache. Jetzt kann man die eigene Deathbox pingen, wenn man sich gerade im Respawn befindet. Du bist noch in dem Jumpship drinne, kurz bevor du rausspringst, kannst du deine eigene Deathbox pingen, ganz einfach, um sie schneller zu finden. Ebenfalls eine geile Änderung. Ich bin sehr häufig mega lost, wenn ich unbedingt an meine eigene Deathbox ran will. Dann gibt es etwas, habe ich gleich auch noch Videomaterial auf der EA-Seite. Wenn man ein gegnerisches Squad sieht mit einem goldenen Rucksack und revived gerade einen Gegner, dann siehst du den gedownten Gegner, der gerade hochgehoben wird. Die Farben seines Schilds sieht man blitzen. Das heißt, wenn er jetzt ein lila Körperschild hat, siehst du das Blitzen, um für dich die Priorität zu setzen. Down ich jetzt vielleicht erstmal den gerade am Reviven, also den Gegner, der hochgehoben wird, down ich den erstmal oder hat er vielleicht nur ein weißes Körperschild, dann siehst du das Weiß blitzen. Dann kannst du sagen, ich pushe vielleicht erstmal den anderen Gegner oder eben der Gegner mit dem lila Körperschild ist gleich hochgehalten, hat schon mal 50% seiner Lebenspunkte auf Schild und Lebenspunkte im Allgemeinen, sodass du sagen kannst, wir downen lieber erstmal den, weil der besser mehr Lebenspunkte hat als vielleicht ein anderer Gegner. Einfach der Priorität wegen, geile Änderung. So, Zone 6. Wenn ihr die scannt als Pathfinder, als Krypto oder als Bloodhound, soll man jetzt die Endzone genau sehen. Nicht nur mehr grob, sondern wirklich diesen Endpunkt. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Und es gibt noch eine Menge Bugfixes. Gehe ich nicht auf alle ein, aber der interessanteste ist der Loba-Bugfix. Und zwar hat es Probleme gegeben, eine ganze Weile lang, dass der Teleport nicht funktioniert hat. An bestimmten Stellen ist das Teil einfach zurückgeflogen und stand es immer noch an Ort und Stelle, was mega, mega belastend ist. So, und jetzt springen wir mal auf die EA-Seite. Und dort, Moment, zeige ich euch mal grob, was es dort noch alles zu zeigen gibt. Und dann gibt es den Trailer. Der Trailer ist übrigens, by the way, auch mega, mega interessant. So, jetzt springen wir hier rüber. Ich sollte immer noch zu hören sein. Sehr schön. Und jetzt sind wir hier auf der EA-Seite. Hier sehen wir auf jeden Fall erstmal den Trailer. Hier zappe ich mal so ein bisschen durch. Dies ist der Pathfinder-Skin, den nur Switch-Spieler erhalten. Keine andere Plattform wird diesen Pathfinder-Skin bekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und nochmal die Umfrage an alle. Habt ihr Bock, dass ich vielleicht zum Switch-Release oder später einfach mal die Switch auspacke, auf der Switch streame und einfach mal schaue, was das für ein Spaß werden könnte? So, hier haben wir den Platz rund um die Wasseraufbereitung. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es schade, dass es ausgerechnet den Spot trifft. Das sieht zwar geil aus, aber ich bin gerne in der Wasseraufbereitung gelandet. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass es ausgerechnet den Spot erwischt hat. Irgendwann wird Kings Canyon nur noch aus Town Takeover Places bestehen. Wenn ihr noch eine Runde rumläufst, bist ja schon am Krypto-Spot und so weiter und so fort. Der Spot sieht auf jeden Fall ultra interessant aus und auch hier in diesem Bereich kann man irgend so ein Terminal aktivieren und dann bekommen die ganzen Leute, und ich gehe auch davon aus, dass der Core-Stick hier Damage bekommt, als würde hier Gas hochsteigen. Seht ihr gleich auch noch in dem Trailer. Wie gesagt, den solltet ihr nicht verpassen, der sieht ultra nice aus. So, das Orangene, was wir hier auf der linken Seite leuchten sehen, das sind diese Fackel-Spots. Das sind diese kleinen Zonen. Wenn ihr euch in denen aufhaltet, bekommt ihr sofort so viel Schaden, als würdet ihr euch außerhalb der Zone aufhalten. Und die werden random alle paar Tage woanders verteilt. Und die tauchen auch spontan auf der
Map auf und sind sofort aktiv und ihr bekommt sofort den Damage. Und deswegen auch dieses Heat Shield Item, mit dem ihr euch schützen könnt. Dann werft ihr so eine Art Kuppel und bekommt erstmal nichts. Und das ist genau das, was ich ja meine. Das ist dieses Heat Shield. Sieht ein bisschen aus wie so eine Gibby Bubble. Wenn ihr die aufstellt, die könnt ihr außerhalb der Zone aufstellen oder eben in dieser Fackel. Und wenn ihr die aufstellt, bekommt ihr eben keinen Schaden. Also könnt ihr auch taktisch, wenn ihr Bock habt, außerhalb der Zone vielleicht diese Dinger schmeißen und könnt vielleicht Squads umlaufen, wo ihr euch eigentlich schon lange außerhalb der Zone befindet. Das könnte taktisch enorm viele Möglichkeiten bieten. Hier wird auch beschrieben, es kann sein, dass ab und zu zufällig in diesen Fackeln so ein Schutzschild droppt und dann habt ihr eben diese Buffs, 50% auf Revive, auf Heilungsfähigkeiten bzw. auf die Heilung und 25%, wenn ihr einen Gegner wieder, ein Teammate hochholt. Sorry für den Sprachfasching, war schon ein langer Tag. So, weiter. Das ist der Survival-Slot. Unten rechts zum Start einer jeden Runde in diesem Event sollen wir so ein Teil schon haben. Und wenn wir diese verwenden, übrigens zweimal stapelbar, wie wir sehen, und wenn wir die verschwendet haben, können wir die auch im normalen Lootpool auf der Map finden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch wenn das hier aktuell nicht sehbar ist, wenn ich nämlich schon zwei gestapelt habe, kann ich ja nicht noch ein Respawn-Beacon aufheben. Aber sollte ich das richtig verstehen, hier irgendwo im Text versteckt, könnte es sein, dass wir auch Respawn Beacon für dieses Survival oder das ist ja ein extra Survival Slot, dann könnte es sein, dass tatsächlich auch Respawn Beacon hier stapelbar sind. Wird sehr interessant und wenn ich das auch richtig interpretiere, gehe ich davon aus, dass wir nach diesem Event diesen Survival Slot fest im Inventar haben werden. So, hier wird die No-Fill-Option nochmal vorgestellt, dass wenn ihr keinen Bock auf Randoms habt, dass ihr einfach ganz alleine starten könnt. Sehr interessant. Und ihr seht ja auch, dass das mit einem Häkchen aktivierbar ist. Das heißt, wenn ihr in dem normalen Lobby-Bildschirm seid, wo ihr eure Mates auch seht, könnt ihr das vorher aktivieren oder eben deaktivieren. Und dann werden eben oder wird dein Squad eben nicht automatisch aufgefüllt. So, hier gibt es optisch nochmal was fürs Event. Gibt es wie in jedem Collectible Event oder Collection Event, können wir wieder 5000 Erfahrungspunkte sammeln aus freien Stücken, können hier so ein paar Sachen freischalten, ein paar Charms. Was haben wir hier noch? Ein Horizon Skin, dann haben wir noch ein Eva 8 Skin und das letzte ist die Kraber. Ein Kraber Skin erscheint sehr, sehr geil auszusehen. Hier haben wir noch ein paar Skins aus dem Event, sehr edel. Hier ein B-Skin, hier werden nicht alle gezeigt, ein Watson, ach nee, das ist ein Loba-Skin. Der Spider-Skin sieht ultra geil aus. Ein Mastiff-Skin, der Spitfire-Skin, der ist doch allererste Sahne. By the way, haut in die Kommentare, was ihr von den ganzen Sachen haltet. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Hier haben wir das Bangalore-Erbstück. Sieht auch ultra nice aus, ich bin sehr gespannt, gefällt mir auf jeden Fall besser als das Gibraltar-Erbstück. Gibt es noch irgendwelche Sachen? So, dann haben wir hier noch ein paar Einzelheiten und mehr gibt es eigentlich zum Event gar nicht zu sagen. Jetzt bin ich auf eure Meinung, wie gesagt, gespannt. Bleibt noch dran, wenn ihr den Trailer noch nicht kennt zum Town Takeover Event. Da geht knapp 1,5 Minuten. Ist sehr, sehr interessant. Und wie immer würde ich mich jetzt freuen, wenn ihr dem Video schon mal einen Daumen da lasst. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpasst. Wie gesagt, der Shoutout. Fast 12.000 erreicht, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Noch immer um die 40%, die regelmäßig einschalten, noch nicht abonniert haben. Würde ich mich freuen, wenn ihr das noch nachholt. Das war es jetzt von mir. Viel Spaß bei dem Trailer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. In the end, the strong will filter out the weak. The distance between life and death is measured by suffering. Nothing like cold steel on a hot day. Rings moving, run, run, run. Death awaits.
You believe you don't deserve to die. You overvalue your place in the world.